Im letzten Video ging es um das Thema Anschlagsstärke. Nun kümmern wir uns um das Thema Timing. Denn genauso wie der Schlagzeuger nicht immer mit voller Kraft auf seine Becken schlägt, genauso trifft er auch nicht immer zu 100% den Takt. Es gibt immer kleine Ungereimtheiten. Es ist eine Geschmacksfrage, aber ich finde, es klingt auch immer sehr cool, wenn man in der elektronischen Tanzmusik es mit Beats hat, die ja auch so Ungereimtheiten im Timing erlauben. Nochmal kurz zur Erinnerung, der erste Stand von diesem Deep House Pattern war ja so. Ohne Dynamik, ohne alles. Dann kam die Dynamik hinzu. Ein bisschen lebendiger. Und jetzt, wenn wir Timing-Variationen hinzufügen, klingt so. Und wenn ich jetzt hier mal in das Raster hineinzoome, dann sieht man, hier ist das Raster und die Noten sind einfach so ein bisschen verschoben im Vergleich zu dem anderen Pattern, wo wir uns nur mit der Dynamik beschäftigt haben. Und ich finde, das passt immer ganz gut, wenn man sich auch die manuelle Arbeit macht, wenn man einfach ja, jede Note so ein bisschen leicht verschiebt, nicht zu übertrieben, so dass es immer noch groovt. Also leicht verschieben und immer hinhören, klingt es noch gut. Ich finde, die Arbeit lohnt sich im Nachhinein. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, die Triolen. In der elektronischen Tanzmusik findet man häufig die Viervierteltaktstruktur vor. Und Triolen brechen das Ganze ein bisschen auf. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall gibt es halt auch Pattern, die mit einem triolischen Raster und auch triolischen Noten arbeiten. Und wenn man nicht weiß, wie man diese programmiert, dann ja, entgeht einem vielleicht der Beat seines Lebens. Und genau deswegen möchte ich euch zeigen, wie man diese programmiert. So sehen erstmal die Triolen aus. Nein, Scherz. Also, wir haben jetzt hier einen Viervierteltakt eingestellt und Viervertelnoten ergeben einen Takt. Wenn ich die jetzt hier alle einzeichne, dann haben wir hier vier Viertelnoten, die diesen ganzen Takt ausfüllen. Ich kann aber auch zwei Achtelnoten schreiben, die genau die gleiche Länge wie eine Viertelnote haben. So zwei Achtelnoten. Und wenn ich jetzt das Raster auf das triolische Raster umschalte, kann ich sagen, dass drei Achtel Triolen auch die gleiche Länge wie eine Viertelnote haben. Wenn ich jetzt eine Achtelnote anders darstellen möchte, könnte ich das ja mit zwei Sechzehntelnoten machen. Oder mit drei Sechzehntel Triolen. Jetzt kommt ihr schon so ein bisschen dahinter, worauf ich hinaus möchte. Wenn ich jetzt eine 32, nee, sorry, eine Sechzehntelnote darstellen möchte, kann ich das auch mit zwei 32-Noten machen. Dann haben die auch die gleiche Länge wie diese Sechzehntelnote. Oder aber ich stelle auf das triolische Raster um und sage, drei 32. Triolen haben auch die gleiche Länge wie eine 16. Note und so weiter und so fort. So sehen Triolen aus, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Wie klingen sie denn nun? So, erstmal das Hi-Hat-Pattern ohne Triolen. Und jetzt mit. Hier sind die Triolen. Das sieht man daran, wenn ich das Raster, also erstmal in diesem normalen Raster, scheinen diese hier irgendwie völlig aus der Reihe zu tanzen. Wenn ich jetzt allerdings auf das triolische Raster umschalte, dann sieht man, die Ausreißer liegen doch auf dem Raster, auf diesem triolischen Raster. Und wenn man sich das jetzt mal anhört, es lockert die Struktur auf. Ohne. Mit. Und das ist auch genau der Punkt. Man kann damit diese Viervertelstruktur extrem auflockern. Und ich finde, das ist ein sehr mächtiges Mittel oder eine sehr mächtige Methode, ja, um seine Drumbeats auch zu versüßen. Jetzt nochmal unser altes Deep House Pattern mit Timing-Variation und Veränderungen in der Anschlagsdynamik. Und jetzt mit Triolen. Es geht konkret nur um diese beiden Noten. Ohne. Mit. Es sind zwei Noten und die sorgen dafür, dass dieser Beat komplett aufgelockert wird. Und mir persönlich gefällt diese Variante einfach viel mehr als die ohne Triolen. Naja, und wenn man es jetzt mit einer Drum Machine zu tun hat, will man natürlich auch wissen, wie man Triolen dort einprogrammieren kann. In den nächsten Kapiteln erkläre ich euch das bei der Analog Rhythm und bei der TR8, denn das ist ja, das ist gar nicht so offensichtlich, wie man das letztendlich machen kann, aber es geht.
Wenn man mit Triolen arbeitet, kann man so ein Drumbeat richtig auflockern. Noch weiter geht's allerdings mit einem Shuffle-Rhythmus. Das verpasst diesem Drumbeat einen richtig coolen Groove. Shuffle. To shuffle bedeutet schieben. Es werden Noten verschoben. Und genau das passiert halt auch. Es werden Noten einfach nach einem bestimmten Muster verschoben. Bei einem Achter-Shuffle wird jede zweite Achtelnote bis zum nächsten Triolen-Achtel verschoben. Bei einem 16er-Shuffle wird jede zweite Sechzehntelnote zum nächsten Sechzehntel-Triolen-Wert verschoben. Ich zeige euch das mal anhand des 16er-Shuffles. Wir haben jetzt erstmal hier ein Beat, wo noch nichts mit Shuffle-mäßiges passiert. Wenn ich mir jetzt allerdings mal jede zweite Sechzehntel-Hi-Hat schnappe, also die, 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 die und so weiter und so fort. Und wenn ich die jetzt mal zum nächsten triolischen Wert verschiebe, muss ich das Raster erstmal umschalten auf Triolenraster und ich verschiebe es jetzt mal live, ich lasse es laufen, hierhin. Ah, oh, sorry. Auf einmal groovt die Kiste richtig. Verschiebe ich es wieder zum normalen Raster hin. Und ihr seht schon, die untere Linie, das ist letztendlich hier meine Shuffle-Linie. Und wenn ich mich hier in diesem Bereich bewege, damit verändere ich das Shuffle viel. Deswegen gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten des Shuffles. Und da muss man einfach ein bisschen experimentieren, was jetzt einem besser gefällt. Der ist mir zum Beispiel ein bisschen zu kantig. Ohne Shuffle finde ich es zu langweilig. Aber dazwischen, das finde ich schon ziemlich cool. Also wenn ein Sequencer oder eine Drum Machine eine Shuffle-Funktion hat, dann finde ich, sollte man das auch einfach mal ausprobieren, ein bisschen rumexperimentieren und hören, ob das dem Drumbeat nicht vielleicht den letzten Kick verpasst. Unser Deep House Pattern, jetzt mal erstmal ohne Shuffle, dafür aber mit Triolen und jetzt mit Shuffle, mit einem 16er. Diese Noten sind jetzt nach diesem 16er Shuffle verschoben. Und ich finde, jetzt groovt die Kiste auch schon viel mehr. Shuffle-Regler oder Shuffle-Funktion. Es ist generell einfach eine coole Sache, wenn der Sequencer oder die Drum Machine das unterstützt, unbedingt ausprobieren. Und bei der Roland TR-8, ihr werdet im nächsten Kapitel das auch noch sehen, wenn man weiß, wie so ein Shuffle funktioniert, also welche Noten letztendlich verschoben werden, kann man das bei der Programmierung mit berücksichtigen und letztendlich sehr coole Tricks aus dieser Drum Machine noch herausholen. Deswegen wollte ich euch das einfach mal kurz demonstrieren, was denn eigentlich bei so einem Shuffle passiert. Okay, im nächsten Video bündel ich dann alles, was ich bislang erklärt habe, in ein schönes, kleines, kompaktes Rezept. Das könnt ihr dann mit nach Hause nehmen, euren Freunden zeigen und so weiter und so fort. Viel Spaß!